fass es nicht, dass du auf diesen Actionmüll stehst. Ich frag mich, was bei den Girls so abgeht. Hey, geht's noch? Ich guck den Film. Wie aufmerksam. Toller Freitagabend. Bella! Oh, du schmatzt so laut. Echt jetzt? Du hast echt krasse Beißer. Schon mal was vom Mund zugehört? Ich verstehe nicht mal den blöden Film. Entschuldigung. Respektlos. Du hast das Popcorn hier hingestellt. Ja, zumindest ist hier noch was drin. Bella! Bitte, kannst du einfach nur ruhig sein? Danke. Oh, so kann ich echt nicht entspannen. Das hört nicht auf. Okay, das war's. Oh, jetzt ist er eingeschlafen. Das ganze Gekau muss sie wohl müde gemacht haben. Ha, ein unbeaufsichtigtes Telefon. Das klingt auch nach Spaß. Erstes doppelseitige Klebeband. Schläft sie noch? Ha, gut. Ha. Passt perfekt. Dein Popcorn, du schlafende Schönheit. Und die Limo nicht vergessen. Ja, schön festhalten. Und jetzt kommt die Action. Wie war Bellas Nummer nochmal? Hä? Und da fliegt das Popcorn. Und die Limo. Der Prank lief perfekt. Mann, hast du sie nicht mehr alle, Thomas? Und tschüss. Okay, jetzt kommt der Kleber. Super, mein Traumauto, meine Damen und Herren. Autos sind das Letzte, was Bella interessiert. Warum ist meine Haut so trocken heute? Nur noch ein Auto. Oh, der Kleber ist echt eine Sauerei. Wie soll ich denn meine Hände da sauber kriegen? Sieht so aus, als würde meine Haut abfallen. Hä? Oh, hier. Danke. Boah, davon brauche ich eine Menge. Oh, so schön schleimig. Das Zeug ist ja abgefahren. Oh, da ist ja fast nichts mehr drin. Wer braucht denn bitte so viel? Thomas! Ich könnte den umbringen. Der Kleber. Ich weiß, wie ich mich an ihm rächen kann. Ich leih mir das mal kurz. Hab's. Ah, das muss aber schnell gehen. Alles, was ihr braucht, ist eine leere Flasche. Und jede Menge Kleber. Wieder voll. Das wird episch. Er muss noch anbeißen. Geschafft. Verhalte ich ganz natürlich. Mann, meine Hände sind schon wieder so klebrig. Und ich dachte, du fragst nie. Ein Glück hat Bella so viel davon. Meine Hände fühlen sich bald wieder wie neu an. Mann, das zieht irgendwie nicht ein. Was passiert denn da mit meiner Haut? Ich schäme mich wie eine Schlange. Meine ganze Hand fällt ab. Ich zerfalle. Thomas? Wach auf. Ist doch alles okay. Aufwachen. Das ist doch nur Kleber, du Blödmann. Ich hab dich doch nur veräppelt. Du schälst dich gar nicht, siehst du? Oh, das müssen mittlerweile 50 Chicken Nuggets gewesen sein. Boah, mir ist übel. Hörst du das? Bei mir braut sich was zusammen. Und wir haben nur ein Klo. Das gehört mir. Ach ja? Renn! Oh, die Bananenschale habe ich übersehen. Au! Komm zurück!
zu langsam, Loser. Ha! Nein! Ich muss sofort aufs Klo, Bella. Ah. Ich muss da rein. Ich brauche ein bisschen. Oh, ich kann sie mir zurückhalten. Boah, die Bauchkrämpfe sind echt hart. Ich glaube, ich muss sogar aufs Dessert verzichten. Oder doch nicht. Braune Schokocreme. Ihr wisst ja, das sieht fast so aus wie... Oh ja, das wird ein guter Prank. Bella wird das richtig peinlich sein. Perfekt. So stelle ich mir das vor. Sorry, ja, hier darf man nicht sparen. Jetzt noch die Beweise vertuschen. Oh, mein Bauch. Ah, ich habe so richtig abgeseilt. Jetzt darfst du drauf. Oh, geht's dir gut, Thomas? Oh je. Mann, du hast dir voll in die Hose gekackt, Bro. Jo, hör auf, das anzufassen. Du bist total vollgeschmiert. Ist das ekelhaft? Ich glaube, mir wird schlecht. Oh, Mann. Ja, das verlief ja besser, als ich dachte. Ob Musik den Appetit erhöht? Heute gibt's nämlich Hot Dogs. Und die sind ganz frisch. Nur ein bisschen Ketchup, versteht sich. Und Senf, na klar doch. Ein richtiges Meisterwerk. Lecker. Fast vergessen. Sieh mal einer an. Frische Hot Dogs, ganz umsonst. Nee, lieber nicht. Ach, egal. Hä? Thomas! Boah, beweg deinen Hintern hierher. So ein gefräßiges Monster. Der mag also Hot Dogs, ja? Na, das werden wir ja noch sehen. Aber zuerst brauche ich ein paar Spieße. Und einen halben Hotdog. Perfekt. Steck den Spieß durch das Wurstende. Und einen anderen von unten rein. Gut festhalten, alles mit Ketchup bedecken und nicht sparen. Da sieht so aus, als hätte ich einen Finger verloren, oder? Na, zumindest wird Thomas das denken. Damit zahle ich sie ihm heim. Thomas, Hilfe, mein Finger! Oh, da kommt ja überall Blut raus. Warum lachst du denn? Auf damit! Du kannst hingucken, Thomas. Mir geht's gut. Das ist eine Wurst, siehst du? Ja, ist doch clever, oder? Steht ihr auf krasse Pranks? Dann nehmt was Süßes und fügt ein bisschen Schärfe hinzu. Tabasco und Marshmallows? Wenn das keine gute Idee ist, das wird verdammt witzig werden. Was? Du willst das mit noch mehr Würze runterspülen? Bella! Das ist meiner. Wer als erster fertig wird? Na, die Wette gilt. Moment mal. Ist das scharfe Soße? Ach, was für ein Dummkopf. Schon besser. Bereit? 1, 2, 3. Mein Mund brennt! Wasser, sofort! Ja, den Prank habe ich zurückgefeuert. Was denkt ihr? Waren die Pranks krass genug? Welchen werdet ihr unbedingt ausprobieren? Wahrscheinlich sorgt der Kackprank für die meisten Lacher. Und danach kann sogar jeder noch naschen. Vergesst nicht, das Video mit euren Freunden und Freundinnen zu teilen. Und schon hier drauf geklickt? Schaut mal rein. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert gleich unseren Kanal. Tschüss!